Willkommen zurück zu Gothic und ich lege einfach gleich los. Einmal einen fetten Feuersturm auf diese Torwache bitte. Dann noch einen kleineren hinterher. Und dann habe ich kein Mana mehr. Ist ja schade. Ach, Torbus, hast du noch mal Glück gehabt? Wie, du hast deine Armbrust raus? Rennt noch nicht mal her. Ach, ist das schön. Wie viel Mana habe ich? 35. Oh Mann. Ich hatte schon mal mehr. Ich hatte schon mal deutlich mehr. Aber dann habe ich halt diese tollen Amulette und Ringe gefunden, die mir Schutz vor Waffenschaden geben. Das probiere ich doch direkt mal aus. Das ist so ungewohnt mit dem Schwert. Warte mal. Hättest du mich überhaupt angegriffen? Weiß ich gerade gar nicht. War vielleicht ein bisschen daneben, dich jetzt so direkt anzugreifen. Tut mir leid. Ich guck mal, ob du mich angreifst. Torbus Schwert. 90 Schaden. Mhm. Kann man machen. Aber Uriziel ist besser. Weil es ist legendär. Und Dinos Zorn ist auch stärker. Du bist schon tot. Du weißt es nur noch nicht. Aber es ist ziemlich ungewohnt, so mit einem Schwert zu kämpfen, wenn ich die ganze Zeit so eine Axt hatte. Hey Torbus, wie geht's, altes Haus? Ich hab die 1000 Trockenerz. Lass mich in die Burg. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Ist ja lustig, dass ich die Option hier noch habe. Warum greift er mich nicht an? Keine Ahnung. Jedenfalls, soll mir das recht sein. Ich nehme hier noch die Waffen ab. Er ist ja jetzt unbewaffnet, der liebe Torus. Das heißt, der könnte vielleicht ein bisschen ärgerlich werden, aber so richtig mir im Weg wird er mir nicht stehen. Was ist da gerade los mit der Steuerung? Keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwelche komischen Knöpfe in der komischen Reihenfolge gedrückt und konnte nichts mehr tun im Inventar. Egal, geht wieder. Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Das ist dann wohl die Armbrust von dem Gardisten, der Raven danach sein Schwert geklaut hat. Interessant. So, die Tür da hinten kriege ich ja leider nicht auf mit den Schlüsseln von, wie hieß er? Na, der Typ, der komische. Hier ist der Typ, der Innos Zorn hatte. Ist mir auch egal. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ey, noch mehr Schlösser zum Knacken. Links, rechts, links, rechts, rechts. Und danach nochmal links, okay. Essenz der Stärke plus 3, sehr schön. Und den Krusch lasse ich da mal drin. Links, rechts, links, links. Hey, einmal links. Dann rechts. Okay. Nee. Mit den Waffen kann ich nichts anfangen. Aber das hier, wie viel Stärke habe ich jetzt? 111, jetzt habe ich 114. Yeah, baby. Ich werde immer stärker. So, wie hieß der Typ? Ich hab's vergessen. Was nicht Gomez? Genau, Gomez. Gomez war der Typ mit Innos Zorn. Dessen Schlüssel war es ja wohl nicht für die komische Tür gegenüber vom Schmied. Dann schätze ich, da ich die Tür nicht knacken kann, also egal ob ich links oder rechts umdrehe, der Dietrich bricht immer sofort ab. Das heißt, die Tür ist nicht knackbar und das heißt ja nach der Logik, die ich vorhin oder in der letzten Folge entdeckt habe, dass diese Tür wohl einen Schlüssel hat, den ich finden muss oder kann. Zum Beispiel in einer von diesen Truhen. Nee, darauf hab ich gerade keine Lust. Ich mache jetzt was anderes. Hallo, Koch? Willst du reden? Nö, willst du nicht. Okay. Dann gehe ich mal hier selber nach oben. Ich mach dir ja nichts aus, wenn ich vorbeigehe, ne? Okay, noch mehr Betten. Noch mehr Truhen. Ach, ich sollte die eigentlich gleich erledigen. Sonst vergesse ich das, so wie ich mich kenne. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier drüber. Eigentlich schade, dass hier oben kein Gegner war. Das wäre eine schöne Falle gewesen. Ein schöner Hinterhalt.
Also wenn ich mal die Burg hätte, dann würde ich genau das tun. Jetzt bin ich halt leider in einer Sackgasse gelandet. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als die Schlösser zu knacken und zu sehen, dass es hier nichts Vernünftiges gibt, so wie das aussieht. Bisschen Essen, bisschen Erz. Wahrscheinlich ist ein Einlag von den Kisten irgendein Unsinn. Oder? Oder sind es einfach so einfache Leute hier drin? Das könnte natürlich sein. Dass hier generell die, keine Ahnung, die Schatten oder so drin sind? Ich weiß nicht. Schlafen die Schatten denn in der Burg? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oder ob es die Gardisten sind, aber die Gardisten, die sollten ja eigentlich ein bisschen besser ausgerüstet und ein bisschen wohlhabender sein als die Schatten. Ich schätze mal, die Schatten wohnen hier drin. Nein. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, links. Sehr schön. Überall nur so Kleinkram. Also ich vermute, hier ist überall Kleinkram drin, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, diese Truhen nicht zu öffnen. Und ich schätze mal, es sein könnte, dass in einer davon wirklich dieser dämliche Schlüssel für die Tür ist. Links, links, rechts, rechts war das übrigens gerade. Und das war ein Schnellumdrehen. Gut, dann bin ich da durch. Und, oh, meine Güte, noch mehr Schlösser zu knacken. Ja, aber so ist es halt, ne? Wenn man in so eine Burg einbricht. Und alles mitnehmen will. Das war viermal rechts. Interessant. Dann muss man halt die Schlösser knacken. Oder halt die Hälfte der Wertgegenstände da lassen. Das ist schon realistisch, ne? Ich schätze mal, die Leute früher, die haben ihre Sachen schon so in abgeschlossenen Truhen gelagert. Oder zumindest die, die sich das leisten konnten, in der Burg zu wohnen. Die konnten sich wahrscheinlich schon so eine Truhe leisten. Ah! Rechts, links, links. Und dreimal links. Die haben hier alle nur so eine Vierer-Kombination. Ich muss das alles hier gar nicht mitnehmen eigentlich, aber ich will diesen Schlüssel für diese Tür. Ah! Zweimal rechts, zweimal links. Nein, natürlich nicht. Zweimal rechts, links, rechts. Wie viel Erz habe ich jetzt eigentlich schon? Ich habe jetzt ganz viel. Oh, 8000. Oh Mann, wenn ich alles verkaufe, was ich noch habe, dann habe ich wahrscheinlich irgendwie über 20.000 oder so. Rechts, links, links, rechts. Ah, das ist die letzte Truhe hier drin. Ja, endlich. Wohin geht es hier? In einen Gang? Ich glaube, das waren alle Truhen oben. Okay, hier kann ich wieder runter. Ah, das hier ist, glaube ich, das Tor. Unten. Ich bin jetzt über dem Tor. Ja, genau, da unten ist Torus. Ich bin jetzt über dem Tor. Das ist eigentlich eine schöne Grenze zu ziehen bei der Erforschung. Dann mache ich erstmal hier alles. Was ist das dann? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal östlich des Tores. Also recht, wenn man von drinnen nach draußen schaut, rechts des Tores. Werde ich erstmal hier alles erforschen. Bevor ich auf die andere Seite gehe. Das ist gar nicht verkehrt eigentlich, wenn man so was erforscht. Das ist bisschen zu unterteilen. Das erleichtert so ein bisschen die Orientierung. Zumindest für mich. Immer noch nur eine Vierer-Kombination. Mir scheint auch hier gibt es nichts Besseres als irgendwelchen Kleinkram in irgendwelchen... Natürlich. Links, links, rechts, links war das. Links, nein, warte, links, rechts, 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 ja, dreimal rechts. Ah, meine Güte.
Links, rechts, rechts, links. Aha. Bier und Erz. Ah, komm schon, die letzten drei Kisten. Rechts, nein. Rechts, links, links. Rechts, links, rechts, rechts. Immerhin. Das hat auch gleich geklappt auf den dritten Versuch oder so. Rechts ist nicht. Links, links. Links und dreimal rechts. Und die letzte Truhe für heute. Links, rechts. Links, rechts, links, links, rechts. Oh, links, rechts, links, links, rechts. Nicht links. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Essenz der Stärke. Schlachtumwarant brauche ich nicht. Fackeln, Bolzen nehme ich. Ach, wisst ihr was? Wenn ich schon mal da bin, ich nehme das Buch gleich mal mit. Ist doch egal. So ein Buch ist einiges wert. Und ey, es hat sich gelohnt, all diese Truhen zu öffnen. Yay, Stärke plus 3. Damit dürfte ich 117 haben. Und bin wieder hier beim Koch. Diese Tür führt nur wieder da rein. Die mache ich jetzt nur auf zur Sicherheit, damit ich das nicht übersehe. Ich werde ihn nicht töten. Ich werde ihn nicht ausrauben. Aber ich will einfach, dass er aufhört, hier so sinnlos rumzulaufen. Ein Gardist. An dieser Stelle speichere ich doch spontan. In hoffnungsvoller Erwartung eines Kampfes. Guten Tag. Du schon wieder? Bullet! Ich hätte dich schon am ersten Tag im See versenken sollen. Ach, du bist das. Damals hatte ich keine Chance. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Du Wurm. Ich hoffe, dass du es mir nicht so einfach machst wie beim ersten Mal. Nein! Nein! So. Und du Arsch bist derjenige, der mich verprügelt hat, als ich Neuling war. Du sollst... Ich überlege gerade, ob ich ihn demütigen soll, indem ich mit der Faust... Na genau, also jetzt erstmal hier, ne? Das muss sein. Einfach nur, weil ich's kann als Rache. Nimm das. Nimm meine Rache, nimm meine Faust in dein Gesicht. Das hast du verdient vom ersten Tag an. Du Sau. Du Idiot. Und zum würdigen Abschied sollst du brennen. Ich sagte, du sollst brennen. Hey, das gab nochmal Erfahrung. Cool. So, damit hatte ich endlich meine Rache an diesem Bullet. Was war das? Besser? Irgendwas hat er gerade rumgesponnen. Mein Gott ist! Weniger. Ach, ich weigere mich so ein bisschen, die Gardisten wirklich zu töten, bevor sie mich angreifen. Deswegen lasse ich es einfach mal. Mal schauen, was er tut. Hier haben wir ein Skelett. Okay. Und einen Gang nach dort. Und einen Gang nach dort. Mal schauen, welche Richtungen das sind. Okay, das ist Osten, nehme ich an. Er rennt davon, ja, ist okay. Und das ist Westen. Gut. Und beim nächsten Mal werde ich dann erstmal diesen Gang hier erforschen. Und dann den anderen. Mit euch. Falls ihr wieder dabei seid. Hoffe ich doch. Bis dahin und ja, danke, dass ihr dabei wart, ne?